Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Wenn dir dieses Hörbuch der Fanfiction gefällt und du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das jetzt auf Patreon tun. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Kapitel 169 Gespenstisches Dritter Teil. Für ihre Prüfung lernen. Hermine schluckte kräftig, was ihm natürlich nicht entging. Und besonders die Dinge nochmals durchgehen, bei denen sie Unsicherheit verspüren. Ihre Beurteilung habe ich übrigens fertig. Ich möchte, dass Sie diese lesen und mir Bescheid geben, sollte Ihnen etwas nicht gefallen. Das, was Remus ihr gesagt hatte, ging ihr unerwartet durch den Kopf. Und das war der Grund, warum sie sich Severus genau ansah. Sie wollte ihn mit anderen Augen betrachten, doch dafür müsste sie all die Erinnerungen, die sie mit ihm verband, viele davon waren nicht sehr schön, außen vor lassen. Das forderte eine Menge Vorstellungskraft. »Was starren Sie so?« fragte er plötzlich, weswegen sie ihren Kopf schüttelte, um wieder im Hier und Jetzt zu landen. »Ich hab dich gestarrt!« rechtfertigte sie sich, doch sie wusste, dass sie es getan haben musste. Er lächelte schief. Die Fältchen um seine Augen herum zeigten aber deutlich, dass er amüsiert war. Wenn Sie möchten, könnte ich ein Gemälde von Ihnen anfertigen lassen. Sein schiefes Lächeln wurde gerade. Das Sie dann gegen das austauschen können, welches momentan über dem Kamin hängt. Hermines Blick wanderte hinüber zum Kamin und zu Kaleditas Gemälde, der hellwach war und sehr andächtig jedes Wort verfolgt hatte. Nein, danke, Severus. Sie erhob sich und holte ihre Tasche, während sie so ernst wie möglich erklärte. Ich bevorzuge das Original, denn ich habe gehört, dass die Gestaltung von magischen Gemälden so schwer sein soll, dass Abstriche in Bezug auf den Charakter gemacht werden müssen. Man würde bei einem Gemälde von Ihnen Schwierigkeiten haben, das gesamte Spektrum Ihres Sarkasmuses einzufangen, und darauf möchte ich nun wirklich nicht verzichten. Sie schenkte ihm ein überspitztes Lächeln. Er legte sich eine Hand aufs Herz, bevor er freundlich spottete. Oh, das haben Sie wirklich nett gesagt. Neckerei und Freude blitzten in ihren Augen auf, als sie ihn anschaute und über seine Bemerkung schmunzelte. Mit einem Male verschwand jedoch ihre fröhliche Stimmung, erst aus den Augen, dann komplett aus ihrem Wesen, bevor sie den Blickkontakt nicht mehr halten konnte und auf ihre Tasche schaute, die sie, als hätte sie sie erst jetzt bemerkt, an ihrem Griff nahm und sich über die Schulter warf. Nun formte sich ein höfliches Lächeln auf ihren Lippen, kein freundliches, sondern nur ein paar hochgezogene Mundwinkel, die Behaglichkeit simulieren sollten. Ihre Augen blieben dabei bitter ernst. Severus kannte sie lang genug, um solche Feinheiten zu bemerken. Er fühlte sich sogar, obwohl er nicht wusste warum, an ihrer düsteren Stimmung schuldig. »Ich habe da noch ein Tränkebuch, aus dem ich etwas probieren möchte«, sagte sie gehemmt, bevor sie zu ihrem Schrank ging und eine der unteren Türen öffnete. Nur kurz erhaschte Severus einen Blick auf einen der vielen Titel, die er ungläubig vorlas. »Tanz mit der Todesfee?« Gleich daneben stand eines. »Wanderung mit Werwölfen?« »Sagen Sie, Hermine, besitzen Sie diese Bücher für den Fall, dass Sie von einem leichten Verwirrungszauber getroffen wurden und trotz des benebelten Verstandes dem Verlangen erliegen, ein Buch lesen zu wollen?« »Die Bücher sind gut«, murmelte Hermine, die den gefundenen Tränkeband hinauszog und in ihre Tasche steckte. »Die Bücher stammen von einem Schwindler.« »Sie sind trotzdem gut geschrieben und informativ. Sie sind in ihrer Thematik einzigartig und waren nicht umsonst für viele Wochen auf Platz 1 der Verkaufslisten.«
verteidigte sie ihre kleine Sammlung von Gilderoy Lockhart Büchern, die sie seit ihrer Schulzeit besaß. Den Weg zum Labor schwiegen sie sich an. Erst drinnen kam wieder ein Gespräch zustande. Wieso Bücher von einem Scharlatan? Sie rollte mit den Augen. Wissen Sie, Severus, dass Gilderoy Lockhart und Sie eine ganze Menge... Wagen Sie es ja nicht, diesen Satz zu vollenden. Ich möchte nicht, dass mein Name und der dieses Hochstaplers gemeinsam in einem Satz genannt werden. Es sei denn, Sie möchten explizit darauf hinweisen, dass uns überhaupt keine Ähnlichkeiten verbinden. Warnte er vorsichtshalber und auch nicht sehr ernst. Sie schmunzelte nur, äußerte sich jedoch nicht, weswegen er nachfragte. Was wollten Sie denn jetzt sagen? Ich wollte durchaus sagen, dass Sie beide viel gemeinsam haben. Sie beleidigen mich mit dieser Behauptung. Darüber sind Sie sich hoffentlich im Klaren? Wie man es nimmt. Lockhart ist ein Hochstapler. Daran kann man nicht rütteln. Aber bedenken Sie doch mal, wie lange er alle an der Nase herumgeführt hat. Das waren über 10 Jahre. Die ganze Zeit über hat er alle hinters Licht geführt. Und Bücher geschrieben. Vervollständigte Severus, der eine Ahnung hatte, auf was sie hinaus wollte. Die Dinge, die in den Büchern stehen, sind wahnsinnig interessant und auch spannend. Es sind nur nicht seine eigenen Erlebnisse. Er hat es sich erzählen lassen, aber schreiben kann er fabelhaft. Jetzt nicht mehr, verbesserte Severus gehässig. Denn dank des Tagespropheten erfuhr man ab und an von den Genesungsfortschritten des einstigen Bestsellerautors. Wenn Rons Zauberstab nicht angeknackst gewesen wäre, Hermine blickte ihn an, dann hätte Lockhart es wieder geschafft. Zum Glück ist Harry und Ron nichts passiert, aber es hätte auch anders kommen können. Lockhart hätte diesmal zwar keinen Erfahrungsbericht gestohlen, sondern sich im Fall der Kammer des Schreckens einfach etwas ausgedacht, aber selbst die erfundene Geschichte hätte sich sicherlich gut verkauft. Es war die kleine Pause, die ihn irritierte, bevor sie anfügte. Er hat jahrelang eine Maske getragen. Nicht einmal seine engsten Vertrauten wussten von seinen Machenschaften. Severus schluckte hörbar, denn spätestens jetzt war ihm klar, welche Gemeinsamkeiten sie meinte. Es blieb ihm gar nichts anderes übrig, als das Thema zu wechseln. Möchten Sie gleich mit dem Brauen beginnen oder möchten Sie vorab lieber Ihre Bewertung lesen? Brauen wäre erst etwas. Ich würde gerne das Gegenmittel für den Amortentia herstellen, sagte sie, ohne ihn dabei anzusehen. Wieso gerade diesen Trank? Wegen des Eis der Arschminderin. Ich habe mich nur einmal im Mungus damit befassen dürfen, aber auch nicht so lange, wie ich es mir gewünscht habe. Dann brauen wir lieber direkt den Amortentia, wenn es Ihnen nur um das Ei geht. Wäre von den Zutaten her auch wesentlich preiswerter als das Gegenmittel. Den Blick starr auf ihre abgestellte Tasche gerichtet, hob sie die Augenbrauen, als würde sie nachdenken, bevor sie einen Blick riskierte. Das Herz rutschte ihr in die Hose, als sie bemerkte, dass er sie eindringlich anschaute, ohne einen Hehl daraus zu machen. Ja, gut, sagte sie so schnell, dass ihre Zustimmung alles andere als locker wirkte. Ihr ganzer Körper war verkrampft und sie wusste weder, wie sie das ändern konnte, noch kannte sie den Grund für ihr gehemmtes Verhalten. Gut, wiederholte sie, um zu hören, ob sie noch immer so stocksteif klang. Sie selbst konnte an ihrer Stimme erkennen, dass sie sich nach wie vor verlegen anhörte. Wenn sie selbst das schon merkte, war es ihm bestimmt nicht entgangen. Aufgrund ihrer eigenen Beobachtung nickte sie zaghaft, um ihrer eigenen Erkenntnis in Gedanken zuzustimmen. Geht es Ihnen heute nicht besonders? Unter Umständen wäre es besser gewesen, einen freien Tag einzulegen, damit Sie den verlorenen Schlaf vergangener Nacht aufholen können. Nein, nein, alles in Ordnung. Wenn ich mich jetzt schlafen lege, dann bin ich nachts hellwach. Sie lächelte. Versuchte es zumindest, doch scheiterte an ihrem eigenen Gedanken, denn sie wusste genau, dass es unrecht aussehen musste. Fangen wir an. Hermine holte bereits Schneidebrett und Zutaten,
doch Severus zögerte. Er schien über etwas nachzudenken, und weil sie nicht wie sonst Hand in Hand arbeiteten, hielt Hermine inne und schaute zu ihm hinüber. Sein Blick war auf nichts fokussiert. Er war völlig abwesend. Severus. Mit seinem Namen schreckte er hoch. Bevor sie eine Chance bekam, ihn auf seine Nachdenklichkeit anzusprechen, fragte er. Wie sind Sie und Kalidita darauf gekommen? Wie bitte? Auf den Splitter. Wie ist Ihnen diese Idee gekommen? Hermine erinnerte sich gut an ihr Gespräch mit dem Gemälde. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen davon erzählen soll. Sie könnten über mich lachen. Verschämt betrachtete sie das Schneidebrett. Weshalb sollte ich über Sie lachen? Wo Sie doch die Lösung präsentieren konnten, wie man Miss Parkinson helfen kann. Erzählen Sie es mir, forderte er mit bedächtiger Stimme. Sie zögerte, doch letztendlich teilte sie sich mit. Wir haben über Märchen gesprochen. Berenice hat auf der Hochzeit Draco und Susan doch herum erzählt, ihre Mutter hätte sich wie deren Röschen gestochen und wäre in einen tiefen Schlaf gefallen. Hermine setzte sich auf einen Hocker. Mir ist nicht Dornröschen durch den Kopf gegangen, sondern Schneewittchen. Hier zog Severus die Augenbrauen hoch, weswegen sie erklärte. Der vergiftete Kamm. Schneewittchen war so lange scheintot, bis die Zwerge den Kamm aus ihrem Haar genommen haben. Vorher hat er durch eine winzige Wunde in der Kopfhaut das Gift abgegeben. Sie machte eine Handbewegung in Severus' Richtung. Sie hatten Harry einmal ein Buch geschenkt, das ich mir von ihm ausgeliehen habe. Sie wissen schon, Muggelmärchen und ihr historischer Hintergrund. Die böse Stiefmutter in dem Märchen soll eine berüchtigte Zaubertränkemeisterin gewesen sein. Hat mit magischen Spiegeln hantiert und so weiter. Die Theorie in dem Buch besagt, dass das Gift auf dem Kamm verdünntes Basiliskengift gewesen sein könnte. Kalidida sagte, dass Basiliskengift selbst keinesfalls tödlich wäre. Eine zu große Menge, aber die Nervenbahnen so sehr anregen würde, dass man wie bei einem Cruciatus daran zugrunde gehen kann. Eine kleine Menge hingegen bewirkt das Gegenteil. Die Nerven werden eher gelähmt als stimuliert. Das ist so ein faszinierendes Gebiet, Severus. Severus bemerkte ein begeistertes Lächeln in ihren Augen, das ihn wiederum faszinierte. Kalidida bedauert es sehr, nicht zu wissen, was sein Original noch alles über dieses magische Wesen herausgefunden hat. Es gibt da bestimmt noch eine Menge zu entdecken. Ich werde Ihnen keinen Basilisk schenken, Hermine, warf Severus nüchtern, aber dennoch scherzend ein, was ein Lächeln auf ihre Lippen zauberte. Ich will gar keinen haben, aber das Thema bleibt interessant für mich. Durch die Tierversuche, die Kalidida gemacht hat, konnte er die Menge bestimmen, die einen Körper weder in eine Totenstarre versetzt, noch die Nerven überanstrengt. Die Menge, die Sie in dem Gegenmittel verarbeitet haben, Severus, war genau richtig. Damit wurde Bensis Nervensystem leicht stimuliert, sozusagen wiedererweckt. Hermine fuhr mit ihrem Finger am Rand des Schneidebrettes entlang. Vielleicht, dachte ich mir, ist Bellatrix auch über das Märchen Schneewittchen gestolpert und hat sich in diese Richtung informiert. Sie hat Schlafes Bruder Basiliskengift untergemischt, damit die Menschen immer wieder erwachen und auch immer wieder in ihren todesähnlichen Schlaf fallen. Sie hat uns damit die Lösung präsentiert. Man musste nur noch die Giftquelle entfernen und Bensis Nervensystem etwas stimulieren. Ich denke nicht, warf Severus kopfschüttelnd ein, dass sich Bellatrix Lestrange mit Muggelmärchen abgegeben hat. Aber verstehen Sie es denn nicht, Severus? Es sind zwar Geschichten, die die Muggel schriftlich festgehalten haben, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten Märchen einen echten Kern haben. Warum sonst handeln sie von bösen Zauberern, Kobolden, Zwergen, kinderfressenden Hexen, verzaubernden Gegenständen, Spiegeln, Tränken? Er stoppte sie mit einer Geste seiner Hand. Ich denke, ich habe Ihren Standpunkt begriffen, Hermine. Sie grinste. Viele Märchen sind nicht gerade nett.
Man könnte meinen, die Muggel haben auf diese Weise ihre Ängste in Bezug auf unsere Welt verarbeitet. Wahrscheinlich gab es damals noch keine Gesetze zum Schutz der magischen Welt. Hätte man damals schon Vergissmichzauber angewandt, würde es vielleicht gar keine Märchen geben. Was sehr schade wäre. Ihre Gesichtszüge wurden ernster. Selbst Ihr Fall erinnert mich an ein Märchen. Tatsächlich? Deutlich hörbar hatte er soeben nach seinem Schutzschild gegriffen, denn allein dieses eine Wort war getränkt mit dem üblichen sarkastischen Unterton. Ja, tatsächlich, wagte sie leise zu wiederholen, doch sie behielt ihre Gedanken für sich und er fragte nicht nach. Es freute sie, dass sie nun wieder im Einklang miteinander arbeiten, Zutaten an den Tisch holten, in Büchern blätterten und den Amortentia nach Anweisungen zu brauen begannen. Das war's leider schon wieder mit der heutigen Ausgabe unseres Hörbuches zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Über einen Kommentar würden wir uns natürlich besonders freuen. Sollte dir das Hörbuch so gefallen, dass du es als MP3 herunterladen möchtest oder einfach nur das Projekt unterstützen möchtest, kannst du das ab jetzt auf Patreon tun. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal.